Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynastie, wo wir, wer hätte es gedacht, am Bäumchen setzen sind. 449 Setzlinge haben wir noch auf Tasche. Und ja, da können wir ja hier auch noch ein bisschen was hintackern. So, ganz an den Rand. Hat er gemacht, sehr gut. Hier auch, das ist ja schließlich auch unser Grundstück hier. So. Also müssen wir uns hier auch wieder um die Aufforstung kümmern. Da ist noch anderes Gebäum von Fremdgebäumungen. So, hier. Und dann hier. Ich glaube, eine richtige, eine perfekte Taktik, die perfekte Baumpflanztaktik gibt es einfach hier nicht, weil jeder Baum eben rund, also so einen runden Umkreis, so ein Wachstum. Entschuldigung, so ein Wachstumskreis hier um sich produziert. Ich meine, ist ja klar, der Baum kann ja auch nicht wachsen, wenn ein anderer Baum ihm die Nährstoffe wegfrisst. So, hier im Wasser? Ja, geht auch, oder? Ja, das streikt das Gerät ein bisschen, aber macht ja nichts, können wir hochlassen. So, ja, warum nicht im Wasser? Ja, zack. Rein damit. Rein damit, ab dafür. So, dann geht's hier weiter. Ja, auf dem Grundstück waren, glaube ich, 5 Bäumchen oder so. Und wir tackern da bestimmt auch wieder 20 oder so hin. Wobei, naja, gut, jetzt stehen sie sich tatsächlich im Weg. Aber hier, das ist unser Erinnerungsgrundstück. Die Erinnerung an den Anfang. So, jetzt haben wir alles. Ja, jetzt haben wir alles durch. Wie viel haben wir jetzt hier auf dem Erinnerungsgrundstück? Auf dem kleinen. 12 Bäume. Auf einem 0,1 Hektar. Also auf, wie viel sind es dann? 10 Quadratmeter, 100 Quadratmeter? Ein Hektar sind 100 oder 1000? Ein A sind 100. Und dann sind ein Hektar 1000. Und dann ist 0,1 10 Quadratmeter oder wie? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist mir auch jetzt gerade relativ schnuppe. Schnuppe. So, zack, R und F. Und da ist der erste drin. Hier klatschen wir auch alles rein, was geht. Das werden unsere 2 Goldgebiete. Wo einfach nur so krass viele Bäume wachsen. Und dass uns der Harvester glüht. Nur das mit dem getrocknete Bretter, nur getrocknete Bretter zum Möbelbauen verwenden, das ist mir dann doch schon nochmal ein ganz schöner Dorn im Auge. Also diese Trocknungszeit, die ist einfach zu lang. Das geht einfach nicht. Und vor allem das alles in diesen blöden Trockner reinzupacken, das geht auch nicht. Also da muss noch irgendwas kommen, update-technisch. Irgendwie ein 40-Tonner oder irgend sowas, mit dem wir da die Bäume rüber kacheln können. Die Paletten mit den Brettern. Komm schon. Zieh hoch das Ding. Denn, wer sagt, dass wir da mit so einer kleinen Pritsche rumfahren müssen? Es sind ja ganz normale Paletten, die gehen ja auch auf den 40-Tonner ganz normal hinten rein, also Bretter sind nun mal Bretter, da wir müssen da schon ein bisschen kommerzieller denken dann, wenn wir da eine Möbelfabrik zu versorgen haben. Deswegen wäre so ein cooler, großer 40-Tonner wäre auch nicht schlecht.
oder halt so einen Planenhänger oder so für. So wie die Feigehänger. Feige? Fliegel. Die Fliegelhänger. Feigel ist jemand anders. So. Ja, so wie die Fliegelhänger halt, wo man dann quasi Paletten reinklatschen kann. Das wäre schon cool. Und dann könnte man nämlich einiges mehr zur Möbelfabrik schaffen. Denn wir müssen die Millionen wieder zurückzahlen, die ich mir geliehen habe. Also wir müssen ganz schnell 1 Million machen. So, aber wenn wir hier auf einem Gebiet mal eben 94 Bäume haben, dann geht das, glaube ich, schon schnell. Wenn dann die Bäume soweit sind. Aber das nenne ich doch mal einen richtigen Ökoaktivisten. Wir hacken wie viel? 40 Bäume? Nicht mal, 46 oder ja, 46, 36 Bäume waren es, glaube ich. Haben wir abgehackt auf dem Grundstück und haben einfach mal 95 hingepflanzt wieder. Also das ist doch. Hä? Wird ein Kreis angezeigt? Warum? Ist da schon was oder wie? Naja, wir werden sehen. So. Nein, nicht runter. Nicht hochlassen. Unten lassen. So, hier noch eins. Und da passt auch noch eins dazwischen. So. Zack. So, dann überschneiden die sich hier. Und dann mache ich mal hier eins rein. Die überschneiden sich hier. Dann ist hier Platz für eins. Zack. So, dann hier. Zack. Wieder eine schöne kleine Eiche hingepflanzt. Hier. Und hier. La 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 la. Und hier. So, da tut er sich jetzt den Hang hoch wieder schwer. Komm schon. Da haben wir jetzt natürlich auch nicht den stärksten, ne? Oder? Das, doch, der ist stärker als der andere. Stimmt, der ist der Stärkere, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Oder war der andere stärker? Aber den haben wir, glaube ich, gekauft, weil er günstiger war. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ich glaube, der hier ist, glaube ich, der Stärkere. Schnell sind sie alle gleich. Da ändert es leider gar nichts dran. Wenn sie doch nur alle so schnell wären wie unser Buggy. Das wäre geil. Traktor mit 99 km/h bewegen. Uha. So, hier kommt einer rein. Einer kleiner Eiche. Und hier. Da, 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 da. So, hier. Dicht auf dicht. Wiener überfüllten Baumschule. Na. Gibt es eigentlich auf der Baumschule Online-Unterricht? Was machen da die Bäume? Machen die dann da Online-Wachstumswachstungen oder
Naja. So, dann mache ich mal hier weiter. Zack. Und dann hier, wo die sich überlappen. Zack. Hier ist nichts mehr frei, oder? Ne, das ist in dem drin. Dann haben wir hier. So, zack. Muss immer mal ein bisschen auf die Uhr schauen, dass sie nicht zu lang macht, denn morgen geht es wieder in die Arbeit. Heute ist Sonntag. Und zwar klingelt da wieder morgens um 6 der Wecker. Hi. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt rauskomme, denn es schneit. Es schneit schon den ganzen Abend. Und den ganzen Tag hat es eigentlich geschnien. Von morgens eigentlich. Es hat morgens angefangen mit Schneien. Und hat den ganzen Sonntag durchgeschnien. Durchgeschneitet. Und wenn das jetzt heute Nacht so weiter schneit, dann wird das morgen mit in die Arbeit fahren ein Spaß. Ich habe zwar Winterreifen drauf, beziehungsweise ich habe keine Winterreifen, ich habe Allwetterreifen drauf. Und die sind eben, ja, im Sommer scheiße und im Winter scheiße. Die Sommerreifen sind im Winter sehr scheiße. Ich bin ausgestiegen, denn ich wollte mal was essen. Genau, mich plagt der Hunger. Da gibt es erstmal leckeres Trockenfleisch. Eine Auswahl von Trockenfleisch und weiter geht's. Wir haben schon einige gepflanzt. Ah ja, das sind also kleine Dinger. Kleine Eichen. Habe ich hier? Ja, habe ich. Ja, denn Sommerreifen sind im Sommer gut, im Winter scheiße. Und Winterreifen sind im Winter gut und im Sommer scheiße. So, und ich habe Allwetterreifen, die sind im Sommer scheiße und im Winter scheiße. Aber man muss sie nicht wechseln, das ist gut. Also Sommer für Kurvenfahrten und so, also für richtig Gas geben und fahren wie ein Berserker, gar nicht gut. Können sie überhaupt nicht. Und ja, im Winter halt ganz krass, auf ganz krass Schnee und so, können sie halt auch irgendwie nicht, also das ist so eine Krux. Aber ich fahre weder im Sommer wie ein Berserker, nicht mit der A-Klasse mit 80 PS, ne, wirklich nicht. Noch im Winter irgendwie Skifahren oder sowas, also ich fahre da auch nicht in extreme Gebiete und dass es jetzt mal, dieses Jahr mal so ein bisschen Winter hat, das konnte ja nur wirklich keiner wissen. Und deswegen habe ich mir die Allwetterreifen damals geholt. Als ich das letzte Mal Reifen geholt habe. Dass ich auch wirklich das letzte Mal Reifen geholt habe. Beziehungsweise die muss man ja auch irgendwann wieder neu machen, aber eben halt dann später erst. Man hat wieder länger was davon. Und man muss sie eben nicht wechseln. Und ich muss bei meiner Frau muss ich immer die Räder wechseln. Und früher musste ich eben bei meinem dann auch noch die Räder wechseln, wenn es dann wieder soweit war, saisonbedingt. Und dann habe ich da nicht wirklich viel Bock drauf. Jetzt habe ich gerade zwar einen geilen Wagenheber. Ist so ein Wagenheber mit so einer, mit drei so Luft, ja, reifenlose Luftkammern, so Gummi. So wie Gummischläuche, so Gummibalk, ja, Gummibalk kann man sagen, so Gummibälke. Und die pumpen sich mit dem Kompressor auf. Das heißt, ich kann den Wagenheber mit dem Kompressor hochlassen. Hab ja einen Kompressor, einen kleinen 90 Liter, damals Baumarkt für 70 Euro oder sowas. Aber der tut sein Ding. Und dann schließt man quasi den Wagenheber an den Kompressor an, mit Schlauch natürlich, und dann kann man einfach so einen Hahn aufmachen und dann füllen sich diese Luftdinger und ja, lupfen das Fahrzeug nach oben. Und dann kann man quasi einen Unterstellbock, also so einen richtig fetten
dreibeinigen Metallbock drunter stellen, dass einem das Ding nicht dann runterkommt. Aber dieses Aufpumpen ist halt einfach so brutal schnell. Das geht halt, ich bocke die Karre, ich sag mal, in 3 Sekunden auf. Pro Seite. Also 6 Sekunden, dann kann ich Auspuff wechseln oder so, wo dann vorn und hinten oben ist. Beide Seiten. Vorne oder hinten. Oh Mann, da. Kündigt sich gerade wieder ein belegtes Ergebnis an. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dieser Wagenheber, der ist einfach Bombe, der ist Gold wert. Denn ich musste jetzt ein paar Sachen für den TÜV machen. Für das Auto meiner Frau hat immer noch kein TÜV. Da habe ich jetzt nochmal Sachen gewechselt. Mitunter den Klimakondensator, das heißt den Kühler, der für die Klimaanlage zuständig ist. Der war auch undicht. Und der normale Kühler. So, haben wir hier auch einen drin. Und ich glaube, jetzt haben wir auch überall, ne? Jetzt haben wir hier auch einige drin verpflanzt. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? 72 Setzlinge. Bam. Das Gebiet hat wie viel? 0,11 Hektar, also 110 Quadratmeter. Ist, glaube ich, so, ne? 110 Quadratmeter, das passt nicht ganz. Optisch passt das nicht, ne. Und 1000 Quadratmeter. Aber dann wären ja, 1 Hektar wären ja dann 1 Million Quadratmeter. Oder 10.000 Quadratmeter, das ergibt auch keinen Sinn. Naja, egal. 0,11 Hektar, 95 Setzlinge, 0,06 Hektar, 72 Setzlinge, passt auch optisch gar nicht. Dieses Eck von hier bis hier, das würde bis hier locker bis hier reingehen. Also das wäre auf jeden Fall dieses Eck hier. Und das sind 0,6. Jawohl, naja gut, vielleicht. Ich will jetzt hier kein Korinthenkacker sein. So, wie viele Setzlinge haben wir noch? 366. So, Freunde, wo düsen wir jetzt hin? Hier, hä? 0,5 Hektar. Sollte eigentlich schneller gehen als hier. Hier haben wir 72 Setzlinge, hier haben wir 12 Setzlinge, hier haben wir nichts. Soll auch nichts hin. Außer auf das Grundstück. Also hier könnten wir schon noch ein bisschen... Was ist das hier? Sind das Bäume oder was? Nö. Sind so Einschlagskrater. War hier mal Krieg? Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall. Nee, hier will ich eigentlich keine. Nee, hier will ich eigentlich keine Bäume. So, da haben wir gesetzt, 95 Stück, dann fahren wir jetzt direkt hier hin. Und setzen da auch noch welche. Achtung, hier komme ich. So. Dann haben wir um unser Grundstück rum wieder alles frisch besetzt. Und die anderen sind ja noch nicht abgeholzt. Da müssen wir ja mit unseren Harvestern noch ein bisschen Gas geben. Aber dann haben wir das jetzt schon mal gemacht. Da haben wir jetzt schon mal alles neu aufgeforstet. Dann können wir das alte noch absägen alles. Da haben wir ja noch einiges zu tun. Alles schön ins Wasser werfen. Und dann würde ich tatsächlich mal schauen, ob wir nicht doch auch nasse Bretter in die Möbelfabrik liefern können. Wir könnten ja eventuell so ein bisschen tricksen und 2 Paletten mit trockenen
Brettern und dann irgendwie eine mit nassen dazu reinmischen. Irgendwie so vielleicht. Könnten wir ja theoretisch. Ich weiß nicht. Aber eigentlich würde ich ja dann wollen, dass wirklich nur ganz nasse Bretter. Also dass wir wirklich, wirklich ganz nasse Bretter direkt hinfahren können. Und die dann halt am besten mit irgendeinem riesigen Fahrzeug dahin karren. Aber ja, wir haben natürlich im Moment nur den Pritschenwagen. Und selbst die Pritsche, es gibt ja einen Anhänger, einen Pritschenanhänger mit kleinem Kran für den Traktor. Aber ich glaube, der, erstens hat der auch nicht mehr Platz und zweitens, der Traktor ist halt so unfassbar langsam. Der Pritschenwagen, der läuft jetzt ja wenigstens ein bisschen schneller. Der fährt ja irgendwie 60 oder so. Aber der Traktor halt hier echt nur so 25. BZW 30. So, mache ich noch schnell die Reihe und dann haben wir es auch schon wieder für heute. Nein, nein, bleib unten. So. Ach ja, hier liegen ja noch ein paar Baumstämme rum. Na, wer hat denn die da liegen lassen? So, mal sehen. Ja, das funktioniert. Sehr gut. So, jetzt da nur nicht unbedingt dagegen fahren. So, hier ein Bäumchen hinpflanzen. Das sieht, wie seine anderen da liegen, ne? Das ist echt makaber. Das ist ein Babybaum. Der sieht, wie hier abgehackte Bäume da auf der Straße liegen. So halb auf der Straße. Weitestgehend ungenutzt. Das ist schon. Also noch nicht irgendwie verarbeitet. Sondern die liegen einfach da und niemand holt sie ab und sie liegen da tot und abgehackt und zerstückelt. Und wir pflanzen ja die Babys wieder. Naja, so ist es halt nun mal. So, ich bleib tatsächlich hier am Rand. Auch wenn wir hier von anderem Gebüsch Einzeichnungen haben. Ja gut, ist sowieso so groß. So, dann mache ich hier aber auch. Ah, komm schon. Rüber über den Berg. So, und ich wollte eine Folgenpause machen. Und die mache ich auch. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es wieder heißt, Time to Play. Hier bei Lumberjacks Dynastie. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.